Die Low-Level Laser Therapy Device ist ein innovatives 3-in-1 Gerät, das die neuesten Forschungsergebnisse im Bereich der Low-Level Laser Therapie anwendet. Die Hauptfunktion besteht darin, hohen Blutzucker, hoher Blutdruck, hohes Blutfett und die Behandlung von Herz-Kreislauf- und zerebrovaskulären Erkrankungen zu reduzieren. Die Laser Therapy Device gehört zur Kategorie der Low-Level Laser Therapie. Sie kombiniert Akupunktur, lokale Schmerztherapie und externe Blutbestrahlung und wird zu Ihrem idealen Begleiter, ob zu Hause, bei der Arbeit oder auf der Straße. Die Device wird mit einem Polster zur Flächenbestrahlung mitgeliefert, mit einem Ohrapplikator, zum Beispiel wenn jemand Tinnitus hat, und mit einem Nasalapplikator, wenn jemand Allergien hat, Probleme mit Nasennebenhöhlenentzündungen, Pollenallergien, Heuschnupfen etc. Das Gerät wird ausgerüstet oder ist ausgerüstet mit zwei verschiedenen Lasern, mit den roten und blauen Nanolasern, die jeweils mit 650 Nanometern respektive 450 Nanometern funktionieren. Und es sind 10 Laserstrahlen, die direkt am Gerät sind. Man sieht das hier sehr schön auf der Rückseite, 2x5 Stück. Und dann hat es noch die zwei Nasenhöhlen-Laserstrahlen für den Nasenapplikator und zwei für die Ohren, wenn es darum geht, Tinnitus zu begegnen. Bei welchen gesundheitlichen Problemen empfiehlt sich die Lasertherapie-Device? Sei dies nun bei Hypertonie, bei Diabetes, aber auch bei Krampfadern, Nierenerkrankungen als Anti-Aging-Device, bei der Gewichtsreduzierung, Steigerung der männlichen Potenz, die arteriellen Erkrankungen im peripheren System, aber auch die Verbesserung der Wundheilung bei kognitiven Beeinträchtigungen wie Demenz und Alzheimer und viele andere Dinge. Das geht bis zu ischämischer Herzkrankheit, also Angina pectoris bei Herzinfarkt beispielsweise im Nachgang, zerebrovaskuläre Erkrankungen zur Vorbeugung eines Schlaganfalls und natürlich auch zur Stimulierung der Differenzierung von Stammzellen wirkt dieses Gerät. Die Wirkung des blauen Lichts, schauen wir das einmal an, damit man das sieht. Also man hat ja auch wiederum diese Device an der linken Hand mit den Lasern über der Radialarterie. Und wenn ich das hier starte, habe ich nun die Möglichkeit, den Timer einzustellen und sagen, okay, wie lange soll das Gerät laufen? 30, 40, 50, 60 Minuten oder 10 Minuten. Ich kann die Stärke einstellen der Laser. Ich gehe jetzt hier ganz hoch. Und mit dem Mode kann ich dann sagen, ich brauche rote oder blaue Laser oder eben beide. Weil die Wirkung der Laser ist natürlich unterschiedlich. Blaues Licht stimuliert den Komplex der Atmungskette als Beispiel. Es wirkt entzündungshemmend, aktiviert die Telomerase, also Anti-Aging, verbessert die Produktion von Stickstoffoxid durch die Erhöhung der Aktivität der Fibroblasten. Das wird beim Blaulicht optimiert. Es unterstützt bei der Wundheilung und Verbesserung der Sauerstoffnutzung im Gewebe und die Verbesserung des Hautbildes. Und das ist natürlich der große Vorteil, was wir da haben. Und daneben dann natürlich auch noch das rote Licht, die roten Laser, die eben im ganzen kardio- und zerebrovaskulären System unterstützen, aber auch im Bereich Gedächtnisförderung sehr aktiv sind und dort sehr aktiv unterstützen. Der Vorteil ist wirklich, dass man hier mit diesem tollen Device wirklich alle Möglichkeiten hat. Ich kann also, wenn ich da umschalte, rot-blau und einmal starte, damit man das mal sieht, wie das funktioniert, dann sieht man hier auf der Rückseite, wie diese einzelnen Laser nun funktionieren. Und das ist das Spezielle an diesem Hightech-Gerät, wenn ich beispielsweise Probleme habe, dass ich nach dem Golfspielen oder Tennisspielen mal Schmerzen habe, kann ich hier den Applikator einstellen, kann jetzt direkt eine Flächenbehandlung machen an der Körperstelle, wo es mich schmerzt. Ich kann aber auch statt dieses sogenannte Pad den Nasalapplikator nehmen und diesen einstecken. Ja, wird eingesteckt hier und habe jetzt auch wiederum direkt in die Nase rein rote und blaue Laser zur Unterstützung, zur Heilung. Ideal natürlich, wenn man hier Probleme mit Nasenschleimhäuten hat, wenn man Allergiker ist, Pollenallergien hat, all diese Dinge direkt da rein. Die kann man auch sehr gut reinigen, nachher ein bisschen mit Desinfektionsmittel nehmen. Und wenn jemand Tinnitus hat, ist dies ein wahres Wundergerät. Auch das funktioniert. Also dann Tinnitus
einstecken, dann sieht man hier diese zwei Laser mit rotem Licht, die gehen auch in die Ohren rein und sehr, sehr schnell, also bereits nach wenigen Behandlungen, merkt man, wie eben der Tinnitus bereits reduziert wird. Hier haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Alles in allem ist dieses 3-in-1 Laser Device etwas vom Besten, was es gibt im therapeutischen Bereich, und eigentlich sollte niemand, der gesundheitliche Defizite hat, vor allem aber auch Leute, die schon 65 Jahre und älter sind, auf so ein Gerät verzichten. Denn wie wichtig, dass die korrekte Blutzirkulation ist, dass das ganze kardio- und zerebrovaskuläre System ist, das ist sicherlich jedem bekannt.